Guten Morgen, liebe Freunde. Willkommen zurück zu Adobe Live. Neue Runde, neues Glück. Wir haben heute den Auftakt zum Wochenende. Ob das jetzt irgendwie noch so wirklich existent ist oder nicht, ist aus der Frage jetzt. Aber es ist Freitag und das ist ein sehr schöner Tag, denn wir haben heute mal wieder einen super spannenden Gast dabei. Neben natürlich, Moment, diesmal mache ich es richtig, Rufus. Unseren tollen Moderator. Hallo, Can. Genau. Und natürlich unserer tollen Community, die natürlich immer dabei ist. Und ich sehe schon ganz fleißig hier am Schreiben. Julia, Katharina, Christian, Gregor, Marcel und Helmut und Lucia und Jürgen und alle anderen, die dabei sind. Schönen guten Morgen. Schön, dass ihr dabei seid. Und wir haben natürlich unseren tollen Gast für heute da. Mit einem ganz besonderen Thema, nämlich den Klaus. Da, oh, hi. Da müsste er sein. Genau. Hallo Klaus, genau. Oh, Klaus. Hallo Can, hallo Rufus. Schön, dass du dabei bist und du hast uns ein ganz spannendes Thema mitgebracht, das wir gleich uns mal ansehen werden. Aber vielleicht, lieber Klaus, erzählst du uns doch erstmal, wer du bist und was du so machst. Ja, das ist die erste Frage. Normalerweise, also manchmal kennen mich ja schon Leute, aber so bekannt bin ich ja nun auch nicht. Hi, ich bin Klaus. Leute, die neu dabei sind. Na, das ist ja, ganz gut. Genau, ich hoffe, ein paar Freunde von mir sind vielleicht auch da, denen ich Bescheid gesagt habe, ey, ich bin live bei Adobe, es ist so cool. Ich kann mit Leuten umhängen, die sich für Artwork interessieren und über Zeichnungen reden, das mache ich am allerliebsten. Und über mich selber reden, das mache ich auch sehr gerne und sehr gut und sehr extensiv. Ich bin Storyboard Artist. Hi, ich mache das Ganze schon eine Weile. Also ich bin Zeichner, ich habe 1999 angefangen mit einer eigenen Comic-Serie. Die hieß Kopeck, die kennt Gott sei Dank niemand mehr. Da sind alle meine zeichnerischen Jugendsünden drinne. Und habe dann Pen and Paper Rollenspiele illustriert für Das Schwarze Auge, Shadowrun, Battletech, all die schönen Sachen, die es da sozusagen gibt. Und bin dann in die Computer-Games-Branche rüber transferiert irgendwann und habe Concept Art gemacht und Storyboards. Und das mache ich jetzt auch schon eine ganze Weile. Zwischendurch zeichne ich immer noch mal einen Comic hier und da, habe so Gruselcomics gerne gezeichnet für einen kleinen Verlag in Deutschland, der heißt Weißblech Comics. Ganz lustige Sache, das macht riesen Spaß. Ich komme eigentlich also aus dem Comic-Bereich und bin dann sozusagen über die Illustration ins Storyboarding reingekommen. Das sind alles unterschiedliche Bereiche. Ich war nie so der bildende Künstler, der einfach so abstrakt Sachen irgendwo gegen eine Leinwand geworfen hat, sondern ich wollte immer irgendwie eine Geschichte erzählen. Ich wollte irgendwie einen Witz machen, Leute zum Lachen bringen, Leute unterhalten. Das war schon immer mein Ding. Und deswegen, man könnte also sagen, ich bin Visual Storyteller. Also ich erzähle Geschichten mit Bildern. Das ist einfach das, was ich mache. Und das müssen nicht unbedingt meine Geschichten sein. Ich bin nicht unbedingt der Beste im Geschichten ausdenken. Spontan ganz gut. Aber ein Witz ist ja auch lustig, wenn man den weitererzählt an einen Freund, ne? Von daher ist es auch okay, wenn man mit Autoren arbeitet, die viel besser darin sind, sich das auszudenken. Und dann gibt man dem Ganzen nur einen visuellen Rahmen und erzählt die Geschichte halt sozusagen mit Bildern. Das ist das, was ich mache und das ist das, was mich ausmacht. Das hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Ja, wir können uns auf jeden Fall gleich auch mal ansehen, was du uns da mitgebracht hast. Vielleicht nochmal für diejenigen, die jetzt neu dabei sind, erstmal herzlich willkommen, natürlich, von uns, von unserer Seite. Und wie immer gilt, wenn ihr auf YouTube zuschaut, kommt doch gerne mit rüber auf behance.net/live/de. Da habt ihr nämlich die Möglichkeit, nicht nur den Stream zu sehen, sondern auch mit unserer super coolen Community zu chatten, die mal wieder ganz fleißig dabei ist und hier schon überall Guten Morgen schreibt. Und Julia hat eben auch gesagt, sie kennt dich, Julia Zieger, vielleicht kennst du sie auch. Sie kennt dich von Schoolism Berlin. Und also ihr habt immer die Möglichkeit, mit uns zu chatten, eure Fragen zu stellen. Dafür machen wir das Ganze hier. Ne? Dafür ist der Klaus auch da, dass ihr auch mit ihm interagieren könnt und sagen könnt, hey, ich habe da eine Frage und mich interessiert was. Oder natürlich auch einfach Fragen an die Community stellen könnt, euren Senf dazugeben könnt, was auch immer ihr wollt. Dafür sind wir hier da. Lustige Sachen, viel Spaß und natürlich kreative Inspiration. Das ist so ein bisschen hier, warum wir das Ganze machen. Und wir haben natürlich auch einen Discord-Channel, da geht es nämlich immer weiter nach dem Stream. Das heißt, wenn wir mit dem Stream fertig sind, habt ihr immer die Möglichkeit, auch auf Discord mit allen in Kontakt zu treten, die gerade online sind. Aktuell 2150 Leute bei uns in der Community mit drin, da bin ich schon sehr, sehr stolz drauf. Das ist sehr, sehr cool. Juhu! Vielen Dank an euch. Und genau, da könnt ihr natürlich auch euch selbst vorstellen. Ihr habt die Möglichkeit,
auch da weiter zu quatschen und auch natürlich, die Gäste sind ja auch ab und an natürlich dabei, das heißt, da könnt ihr auch mit denen in Verbindung treten, außerhalb von Adobe Live. Und was wir uns jetzt auch überlegt haben, da wir wahrscheinlich den Stream noch ein bisschen verlängern werden, ne, ursprünglich haben wir überlegt, ob wir den bis zum 12. April machen, der wird jetzt aber ein bisschen länger noch da sein, was ja auch sehr schön ist, gewöhnt euch nur nicht so sehr. Ja. Ne? Wenn's dann, wenn ihr euch jetzt zu sehr dran gewöhnt und es dann später heißt, machen es weniger. Nicht, dass ihr jetzt sauer werdet. Aber mein letztes Wort dazu noch, wir werden auf jeden Fall auch Portfolio-Reviews einführen. Und zwar Mitte April ungefähr, da werden wir schon mal das genaue Datum sagen, aber genau, entstaubt schon mal eure Portfolios, bereitet die schon mal auf und dann können wir die hier bei uns bei Adobe Live auch mal mit reinnehmen und das werden wir dann Mitte April dann jeden Freitag machen oder einen anderen Tag, müssen wir es nochmal ansehen. Auf jeden Fall wird es ganz lustig, weil wir natürlich euch auch hier einfach mal zeigen wollen und das werden wir dann auch wöchentlich dann machen. Ne? Wir werden dafür auch eine neue Rubrik aufmachen in Discord. Das heißt, da könnt ihr dann eure Portfolios schon mal reinstellen. Und wenn wir dann sozusagen an dem Tag zusammen online sind, dann werden wir mit den Gästen zusammen uns das Ganze ansehen und mal hören, was die zu sagen haben. So, mein Wort zum Freitag dazu. Klaus, jetzt habe ich dir so viel vorweggenommen. Gehen wir nochmal zurück auf dich. Nein, kein Problem. Ich gehe nochmal auf dich. Ich finde das ganz toll. Erstmal ganz toll. Herzlichen Dank an Adobe, an euch beide, dass ihr das hier macht. Ich finde, das ist die allerbeste Sache, dass wir alle FaceTime miteinander kriegen, wir Künstler auch, und uns treffen regelmäßig, gerade für die Zeichner, für die Kreativen, die alleine zu Hause sind. Denke ich, ist das eine total wichtige Sache. Ich habe sehr oft Meetings mit der Firma, wo ich momentan für arbeite, mit meinen Kollegen. Und das ist wirklich die Sache, die mich am Morgen aus dem Bett aufstehen lässt und sagen lässt, okay, ich will jetzt die Leute treffen und dann höre ich, was die machen und dann will ich selber kreativ werden. Das ist das, was mich ins Laufen bringt. Und das stellt ihr hier zur Verfügung. Das finde ich einfach großartig. Und Portfolio-Reviews sind das Allerbeste, was man nur kriegen kann. Und das ist super, super wertvoll. Ich selber habe x Portfolio-Reviews gekriegt von Zeichnern, die alle viel besser sind als ich. Und man guckt halt immer nur nach oben. Ne? Man sieht halt teilweise, ja, okay, andere Leute finden das Zeug gut, was man macht. Das freut einen natürlich, aber man guckt immer nur nach oben, wie sind die Besten. Und das Imposter-Syndrom ist bei allen voll da. Jeder, der schon mal veröffentlicht worden ist, kennt das und sagt, ich kann gar nicht glauben, dass ich in diesem Heft hier mit drinne bin oder auf dieser Website gefeatured worden bin. Und der Nächste sagt sich, oh, ich kann nicht glauben, dass ich an einem AAA-Computer-Game arbeite. Das ist der absolute Wahnsinn. Und der Nächste sagt halt, oh mein Gott, ich arbeite an dem neuen wahnsinnigen Universal Studios Film für $200 Millionen und bin Concept Artist und der kann es gar nicht glauben. Und sind alle gleich fasziniert davon, haben selber auch die gleichen Probleme wie wir alle. Wir sitzen zu Hause und müssen irgendwie ein weißes Blatt Papier füllen und das ist manchmal schwierig, da in den Fluss zu kommen. Deswegen gibt nichts Besseres, als sich mit anderen zu treffen und über Artwork zu quatschen. Macht das. Und was ich auch faszinierend finde, ist, wie viele an so Filmen arbeiten, wie zum Beispiel Spider-Man, Spider-Verse. Da war ich an einer Convention da in Paris, das heißt IAMAG. Und da waren bestimmt drei verschiedene Illustratoren, die oder Concept Artists, die auf verschiedenen Sachen arbeiteten im Film, wie zum Beispiel Gebäude oder Bäume oder eben Autos, die rumfahren. Und jeder hat eine Rolle in der ganzen Sache. Und deshalb gucke ich mir auch immer alle Titel am Ende des Films an. Alle Credits an, ja. Und sage, ja. Oh, guck da. Das ist nicht nur faszinierend, ja. Nicht nur bei Marvel, wo man dann immer wartet, dass noch danach nach den Credits was kommt, sondern auch in anderen Fällen. Ja, man muss den Respekt den Leuten schon zollen, aber es ist natürlich was ganz Besonderes, wenn man sowas guckt und zum Beispiel bei meinem Fall ist es so, als Storyboarder sehe ich denn da halt Namen auftauchen von Kollegen, die ich entweder persönlich kenne oder die ich aus dem Internet allerdings kenne und man tauscht sich aus auf Facebook-Seiten oder sonst irgendwo und die Leute dann zu sehen und man sagt, okay, ich bin relativ nah dran, vielleicht in ein paar Jahren, vielleicht in 5 oder in 10, bin ich auch da und könnte das vielleicht schaffen. Man muss halt immer nach vorne gucken und das ist eine schöne Sache. In dem, was wir machen, in Kunst. Also egal als Hobby oder Beruf, es geht immer weiter nach vorne. Und es lässt das Ganze ganz spannend sein.
Das wird auf jeden Fall sehr spannend, vor allen Dingen auch das, was du uns mitgebracht hast, denn der Klaus hat uns mal irgendwie um 12:30 vorgestern nochmal so ein kurzes Sketch-up geschickt von dem, was er da gemacht hat, mal so einfach das Verfahren, und ich gucke dann so auf mein Handy so, ich kenne das doch, können wir uns gleich mal ansehen, aber ich bin sehr gespannt, was du uns zeigst und wie du da dran gehst. Vielleicht können wir ja mal auf deinen Screen switchen. Das könnte ich, und ich hab das. Genau. Da sind wir schon. Da sind wir schon. Ja, tada. Ja, da ist das Piece, was ich gemacht habe. Letztens abends hatte ich endlich mal Zeit, mich ein bisschen mit Adobe Fresco auseinanderzusetzen und meine ersten Gehversuche auf meinem iPad 2017 zu machen mit Fresco, und hat sehr, sehr gut geklappt, meiner Meinung nach. Also sehr schön smoother Stift, hat Spaß gemacht. Ich muss da noch einiges lernen, wie man wirklich Sachen verdoppelt, reproduziert und so weiter, Auswahl nehmen, hat schon ganz okay geklappt, aber war immer noch ein bisschen tricky für mich, aber die meisten Sachen sind sehr intuitiv, das hat mich total gefreut. Und ich denke mal, wenn ich mir ein kurzes Video irgendwo reinziehe, da gibt es bestimmt was bei Adobe darüber, dann werde ich sehr schnell zum Experten mutieren. Vielleicht können wir später ein bisschen über dieses Piece reden und ich kann es ein bisschen weiterzeichnen. Aber ich habe auch ein paar Sachen mitgebracht, die ich einfach mal so zusammengeschmissen habe. Neues und Altes zwischendurch. Ich werde dabei labern und deswegen, ich mache es kurz mal wieder, verkleine das mal ganz kurz. Ich schaue mal kurz, ob die Website hier funktioniert, ob ich das hier rausziehen kann. Ich habe nämlich eine Website. Der Profi hat ja irgendwie eine. Allerdings kann ich das gar nicht. Der ein oder andere. Ja, der ein oder andere Profi hat eine eigene Website. Und ich habe auch eine, die ist nicht wahnsinnig doll aktualisiert. Ich bin manchmal schockiert bei Kollegen, super Profi-Kollegen, die haben Websites, die sind überhaupt nicht aktualisiert, sind 2 Jahre alt, aber oder 3 Jahre alt oder sowas in der Art. Aber das sind halt solche Profis, da sind halt Sachen drauf wie Star Wars und Marvel-Filme. Ne? Die brauchen die Website nicht aktualisieren, weil die haben schon alle Jobs in der Welt, die sie kriegen können wollten. Und die Leute von diesen großen Firmen in Amerika, die sagen natürlich, ich rufe den einfach an, ich kenne den ja. Ne? Oder mit dem habe ich schon mal gearbeitet, den kennt man ja, Networking funktioniert. Die brauchen also keine Website. Aber für Anfänger ist es halt super wichtig, oder auch für andere Profis ist es super wichtig, eine gute Website zu haben, wo man einiges drauf sehen kann. Das ist halt klausschewinski.de, ihr könnt da gerne drauf gucken. Da gibt es auch ein ganz cooles Filmchen zu sehen. Ich mache hier mal das Audio aus. Wenn man drauf guckt, hier sieht man ein kleines Video, was ich zusammengeschnitten habe von einem Hitman Legacy Opening Cinematic, also von dem Trailer für Hitman von 2016, weiß ich gerade nicht mehr. Und da sieht man unten meine Storyboards, die ich gemacht habe, und oben sieht man den Film, wie er live läuft. Und diese Zusammenstellung habe ich da einfach mal online gepackt auf www.klausschewinski.de. Könnt ihr mal drauf gehen, ist jetzt aber nicht wichtig für uns gerade. Ich habe einfach so mal ein paar Still-Ausschnitte mitgebracht, weil das ist ja auch nicht verkehrt. Und vielleicht schauen wir da gerade mal rein. Gerne. Und hier sieht man ganz, ganz nice illustriert, was ich sozusagen mache. Und zwar, ich mache halt so eine Skizze und später kommt sowas bei raus. Das hier war für Emmerdale, das ist sowas wie die Lindenstraße auf Englisch in UK. Rufus kennt das vielleicht. Die hatten einen coolen Trailer gemacht, war so ein Halloween-Trailer, oh, einer wird sterben, und der Tod wurde so als nebulöse Gestalt dargestellt, und das ist im Endeffekt Storyboard und Concept Art in einem, was ich gemacht habe mit einem Director aus dem UK. Und ja, das war ein sehr schönes Projekt, mal was zu machen, was nicht Computergame ist, sondern was fürs Fernsehen ist später. Ja, das war Hitman, Hitman 1 von IO Interactive. Da habe ich den Launch-Trailer gestoryboardet. Das kann man auf meiner Website sehr, sehr gut sehen, wie das da vor sich ging. Hier sieht man das finale Render. Das ist ein Render, das ist kein Foto, das ist kein echter Mensch. Das ist CG-Render, das ist hohe Qualität, so also macht das Spaß. Was meinst du, es ist kein echter Mensch? Der existiert da nicht? Nein, der ist komplett 3D. April, ist schon vorbei. Ich hoffe, er existiert nicht, ansonsten kommt er irgendwann bei mir vorbei und beendet die Mission mit mir. Das war Stefan fragt, wie viele Monitore hast du denn auf deinem Tisch, wenn du das alles hier machen musst? Zwei.
Ich hab zwei Monitore, weil man braucht ein bisschen Real Estate, man braucht ein bisschen Monitorfläche einfach. Ganz oft, wenn man zeichnet, hat man nebenbei noch Referenzen offen. Make reference your preference. Der Profi arbeitet also gerne mit Vorlagen. Ich bin Storyboarder, das heißt, ich habe normalerweise keine Zeit für Vorlagen. Das muss super schnell gehen. Und wenn ich einen Mensch brauche, der eine Faust so macht vom Gesicht oder sowas, da habe ich keine Zeit, noch erstmal ein Foto zu machen. Das zeichne ich einfach so aus dem Kopf. Und wir sehen später ein paar Videos. Ich werde es ein bisschen auch live machen, wie das Ganze vor sich geht. Deswegen, größer ist da wirklich tatsächlich besser. Genau, Thoraf sagt, Rufus ist auch animiert. Der ist nicht real. Wie machen die das mit den Haaren, Rufus? Das ist Wahnsinn. Ja. So detailliert. Ja, voll Leben. Also allein diese Locke. Und mit dem Bart. Ja, allein diese Locke und der Bart, die einzelnen Haare zu animieren, tausende Stunden Arbeit. Der Bart ist nur eine Textur, ich weiß es doch. Okay. In Wirklichkeit war ich wie ein Kinderpopo. Wir sehen jetzt hier einen Hulk-Frame, den ich gemacht habe. Das war für einen Theme-Park, für tatsächlich drei einminütige Videos, die in Orlando im Moviepark da gezeigt werden, wenn man wartet für den Hulk-Rollercoaster. War auch ein sehr schönes Projekt. Tatsächlich zum Beispiel diese drei einminütigen Filme habe ich nie ganz gesehen. Ich bin Visual Development Artist. Ich entwickle Bilder und helfe den anderen dabei, die Geschichte zu erzählen mit meinen Bildern. Aber das heißt nicht irgendwie, dass man trotzdem am Ende irgendwie alles zu sehen kriegt. Die Firma könnte zum Beispiel, wenn du was zeichnest, wenn du Profi bist und die Firma kauft das von dir und du zeichnest was für die und die finden das ganz, ganz toll, kann es trotzdem aus den urtümlichsten Gründen am Ende so sein, dass die Firma sagt, nee, das zeigen wir doch nicht, weil das passt gerade nicht in unser Programm. Und dann kommt das Ganze in die Schublade. Und es wird niemals gezeigt. Und deine Arbeit landet komplett in der Schublade. Und du kannst auch deine Arbeit nicht online zeigen. Und das ist dann sehr, sehr schade, wenn sowas passiert. Aber das ist eine absolute Realität. Das hier waren ein paar Frames. Das war super schnell gemacht für Terra X. Lesch und Steffen unterwegs. Und die hatten eine Tauchermission mit einem Taucherroboter. Und wenn man so einen Unterwasserdreh tatsächlich plant, dann sollte man Storyboards dafür haben, weil unter Wasser muss man schnell die Aufnahmen machen, da hat man keine Zeit, dass man sich überlegt, ach, wo könnte denn jetzt der Roboter ins Bild kommen und mache jetzt eine Nahaufnahme von dem Herrn Professor, der hier das gerade erklärt unter Wasser oder eine totale, und das sollte man planen und dafür sind Storyboards da. Storyboards helfen, den Filmdreh zu planen. Das gilt genauso für 3D-animierte Sachen, weil die werden sehr viel mit Motion Capture gemacht. Also das hier ist jetzt ein Frame von Hitman 2, was letztes Jahr rausgekommen ist, war auch sehr erfolgreich und es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Da habe ich alle Cinematics geboardet oder den First Pass auf jeden Fall. Die erste Version davon. Ganz oft sind, wie Rufus schon erwähnt hat, ganz viele Leute an so einer Produktion beteiligt. Und das bedeutet teilweise auch, dass auch andere Storyboard-Artists beteiligt sind, die rüberarbeiten, über deine Arbeiten und nochmal Änderungen machen. Oder Concept-Artists, die eine neue Version vorlegen von einer Szene oder von einem Charakter. Und die Art-Direktoren und die Leute, die am Entscheiden sind, die gehen da sehr unemotional dran. Denen ist das wirklich egal, wie lange du daran gesessen hast oder wie cool du dein Design selber findest. Die haben den Überblick und die sagen, das passt und das passt nicht. Und das hat nichts mehr damit zu tun, wie wichtig dir das war, wie verliebt du in deine eigene Zeichnung bist oder sowas in der Art. Es ist eine ganz emotionale Sache. Und das ist nothing personal. Nothing personal, genau das. Und das ist mir mal aufgefallen, auch wenn ich mit Schülern rede, ich unterrichte Zeichnen und Storyboarding und Visual Storytelling seit 15 Jahren, jetzt ungefähr 15, 16 Jahren in verschiedenen Hochschulen und SAE-Institut zum Beispiel ist ein großes Ding, wo ich zweimal im Jahr immer bin und Workshops gebe. Und was mich fasziniert bei der ganzen Sache bei uns Künstlern ist, dass wir müssen, um gute Künstler zu werden, um gut zu werden in dem, was wir sind, müssen wir absolut passionate sein. Wir müssen dafür brennen, wir müssen das leben, wir müssen das atmen und geben jeden Tag emotional alles. Wenn wir nicht emotional investiert wären, würden wir nicht so gut werden, wie wir sind. Und dann, wenn wir so gut sind, dass wir die Qualität haben, dann all business. Dann muss es nur noch geschäftlich sein und dann muss man cool sein. Und wenn es nicht gebraucht wird, dann muss man sich nicht beschweren. Man wartet auf den nächsten Job. Es ist alles cool, es ist alles okay.
Und man muss sich plötzlich distanzieren von dieser Arbeit. Und das ist eine, das ist ein bisschen counterintuitive. Entschuldigung, meine Anglizismen die ganze Zeit, die sind sehr schwer abzustellen bei mir inzwischen. Das ist gut. Das ist manchmal sehr schwierig, sich da emotional zu distanzieren von seiner Arbeit. Ja. Das hier war ein sehr emotionales Projekt, das seht ihr jetzt vielleicht. Das ist Rudi Assauer. Der ist gerade gestorben. Das war ein bekannter deutscher Fußballtrainer, wer den kennt, von Schalke 04. Und ein paar Kollegen von mir haben mich da an Bord geholt und die haben eine Documentary gedreht. Rudi Assauer, Macher, Mensch, Legende. Die ist erhältlich auf Go to Charlie und auch auf DVD und Blu-ray. Und da wurden Leute interviewt, die mit ihm durchs Leben gegangen sind. Und super interessantes Leben, super interessante Person. Und da gab es einige Szenen aus seinem Leben, dafür gab es kein Videomaterial, da gab es auch keine Bilder dafür. Verrückte Stories. Und da kam ich dann ins Bild und habe mit ein paar Kollegen das illustriert und auch animiert. Und Oliver Koch, hey Oliver, das war mein Art Director und es ist eigentlich ein Digital Matte Painter, der aber auch Art Direction macht und der hat diese Szene noch animiert, ganz fantastischen Job gemacht, war ein Fest. Das ist halt das Allercoolste wirklich in meinem Job ist und ich brenne wirklich dafür, ihr merkt das, das ist mit Leuten zu arbeiten, die man mag und die es echt drauf haben. Und das ist einfach nur klasse. Da bin ich super dankbar für. Ja, Julia sagt auch zu Recht, wow, hätte nicht gedacht, dass Dokus ein Storyboard haben. Na, also es ist natürlich schön, mal so ein bisschen behind the scenes jetzt zu sehen, was da eigentlich alles dazugehört. Wenn man das Endprodukt sieht, dann vergisst man so vieles ja auch einfach. Ne? Also man denkt da ja gar nicht dran. Man sieht den Film, man sieht die Doku und dass da aber so viele Menschen zusammengewirkt haben, das lässt man leicht mal außer Acht. Und es ist schön zu sehen, dass da einfach eben auch noch mehr dahinter steckt und wie das Ganze eben aufgezeigt wird. Ja, das ist absolut wahr. Ich habe in letzter Zeit sehr, sehr viel für Guerrilla Games gearbeitet. Das ist eine Computer Games Firma von Sony in Amsterdam, im wunderschönen Amsterdam in Holland. Und die haben Spiele gemacht wie Killzone und Horizon Zero Dawn, falls das ein paar Leute kennen. Mhm. Und immer wenn ich mal frei hatte in Amsterdam, bin ich durch die Gegend gelaufen, habe entweder an Live-Drawing-Sessions teilgenommen. Da gibt es ein paar ganz coole Sachen. Das ist eine ganz kreative Stadt. Und auf dem Rembrandtplatz gibt es auch Figuren und da kann man auch mal ein bisschen Urban Sketching machen und da ist dieses Live-Drawing entstanden, das ich auch mit dem iPad gemacht habe, von einer der Figuren auf Rembrandt Plain. Das war letztes Jahr im Sommer. Das hier ist was Älteres von mir, das ist eine Bleistiftskizze, noch echter Bleistift, nicht digital, meine Güte. Ich scherze manchmal, I know how to hold a pencil. Ich weiß, wie man einen Bleistift in der Hand hält. Das ist halt zu einer Zeit, wo es Undo nicht gab und man nicht einfach ein Element nehmen konnte und das einfach mal verschieben konnte, wie in Photoshop. Aber Photoshop ist fantastisch, um Illustrationen, selbst wenn man die in Real Media macht, mit echtem Papier, kann man die in Photoshop ganz toll vorplanen. Und das mache ich heutzutage sehr viel. Das war eine Original-Bleistiftskizze. Und später ist daraus ein Buchcover geworden. Das sah so aus. Das war für Black Library, das ist der Fiction Publishing Arm von Games Workshop für Warhammer und Warhammer 40.000, das kennen natürlich viele Leute. Das ist ein Riesending, die kleinen Püppchen, die Figuren zu bewegen. Tabletop, für die es nicht wissen. Genau, Tabletop nennt sich das, Tabletop Games, ist ein ganz Riesending. Gibt es auch ein cooles Magazin in Deutschland, Tabletop Insider, ganz tolles Ding, habe ich mitgestartet damals als Art Director. Machen inzwischen andere Leute, sehr schön, sehr schönes Ding. Ich muss ab und zu immer mal einen Shoutout geben, weil ich kenne so viele Leute und ich mache das Ganze jetzt 15 Jahre und ich freue mich einfach, einen Ast mit den Leuten irgendwie zusammen immer noch unterwegs zu sein und die noch zu kennen und kreativ von den Sachen immer noch gezeigt zu kriegen, was die anderen machen. Das motiviert enorm. Das hier war ein G.I. Joe Cover. Ich habe Comics gezeichnet für IDW, den Verlag in San Diego. Und das war ein Heft, wo ich nicht nur das Cover gemacht habe, sondern auch noch die Innenillustration, also die ganzen Comic-Seiten 22 da drin, auch diese Farbe selber gemacht habe. Und das waren so, ja, Geschichten mit G.I. Joe. Das ist eine Riesennummer in Amerika, in Deutschland nicht ganz so bekannt. Christian fragt, wo wäre der niedrigste Einstieg als Storyboard-Artist? Das heißt, wo sammelt man am besten Erfahrungen, die nicht gleich vielleicht Game-Trailer oder Filme sind? Wow, das ist eine verdammt gute Frage. Ich hatte das Problem, ich habe gleich oben angefangen. So einer meiner ersten Storyboard-Jobs war für Crysis 2, für Crytek. Ah, cool. Und das war schon eine recht hohe Nummer damals.
Aber ich habe halt vorher Comics gezeichnet. Das Einfachste, was du machen kannst, ist im Endeffekt quasi anfangen mit Comics zum Beispiel. Wobei Comics und Storyboards ein ganz anderes Biest ist. Die funktionieren sehr, sehr unterschiedlich und man versteht das oft gar nicht, was da passiert. Da muss man erst mal reinkommen. Ich musste das auch lernen. Aber eine gute Idee ist es, wenn man zum Beispiel an einer Universität ist, die Medienproduktion zum Beispiel anbieten, wo man sehr viele Kollegen hat, die selber Kurzfilme oder Filme machen, da reinzugehen und zu sagen, ey, braucht ihr Storyboard? Soll ich euch helfen, euren Film zu planen? Ich könnte da was machen. Wichtig ist im Endeffekt Experience und dass man zeigt, dass man das kann und da auch an echten Projekten mitgemacht hat. Fiktiv zum Beispiel sich selber eine Story ausdenken und die dann zu storyboarden, ist ganz oft schwierig, weil dann schreibt man Sachen und man erfindet Sachen, die man selber gut zeichnen kann und da kommt nichts rein, was man selber nicht so gut zeichnen kann. Und später sagt jemand, ja, ich habe eine Szene, kommen Autos drin und vorne so, oh mein Gott, Autos zeichnen oder Pferde. Ja, und dann wird die Luft dünn. Und wie gesagt, da muss man halt genau gucken, sozusagen, was man da macht. Aber ich denke, ja, Kollaboration mit anderen ist das Beste, was man machen kann. Heutzutage gibt es so viele Foren überall. Facebook ist ein super Platz. Da gibt es zum Beispiel auch ein Forum, das heißt Frame Dump oder Storyboard Artists Unite. Und die sind cool. Da sieht man, was andere Storyboard Artists machen. Da kann man selber auch mal was posten, wenn man da reinkommt. Und da ist sehr viel Inspiration drin. Und ab und zu hört man sogar mal was von Jobs. Also cool. Ich bin einer der wenigen Personen, ich habe Jobs durch Facebook gekriegt. Das ist crazy Zeug. Sowas ist tatsächlich passiert. Einmal habe ich einen Job gekriegt. Ja? Nee, erzähl mal schon, sorry. Nee, ihr müsst mich ab und zu stoppen, weil ich rede sonst ohne Unterlass. Okay, ja gut. Dann vielleicht noch eine Frage und dann lass es doch gleich mal hands-on sehen, wie du das Ganze machst. Weil wir auch nur noch eine halbe Stunde haben. Oh mein Gott. Der Klaus, ja, es geht schnell, ne? Das wird dir zeigen. Der Klaus fragt, welchen Background hast du? Beziehungsweise, der Christoph fragt, welchen Background du hast. Also hast du ein Studium vorher gemacht oder Audiodidakt, Quereinsteiger? Wie war das bei dir? Autodidakt, ja, bin ich auf jeden Fall. Autodidakt sind wir auch im Endeffekt alle, weil wenn man sich's nicht selber beibringt, passiert's nicht. Das ist wie Windsurfen, lernt man nicht durch einen Abschluss in Windsurfen, wo man Bücher gelesen hat und einen Aufsatz geschrieben hat. Das lernt man nur, wenn man auf dem Brett steht und das macht. Ich kann nicht Windsurfen, aber ich kann ganz gut zeichnen. Und das lernt man halt, indem man es selber macht. Und ich habe tatsächlich Anglistik, Spanisch und Wirtschaft studiert in der wunderschönen Stadt Bielefeld, die es nicht gibt. Und habe das nicht abgeschlossen, weil ich nebenbei schon Comics gezeichnet habe und dann Rollenspielillustrationen gemacht habe, nachdem ich nach Amerika gefahren bin und mir da noch mehr Aufträge besorgt habe auf den Messen. Das Beste, was man machen kann, ist FaceTime zu kriegen mit Leuten. Wirklich Leute echt treffen, ist 3 Minuten mit einer Person auf einer Messe sind wichtiger als 3 E-Mails an eine unbekannte E-Mail von irgendeiner Firma. 3 Minuten können alles entscheiden. Das ist echt der Wahnsinn. Und das kann ich nur empfehlen. Die Frage war, ja, ich bin Autodidakt. Ich habe mir das selber beigebracht und habe Gott sei Dank von sehr guten anderen Zeichnern lernen können ganz viel. Und das passiert auch nur, wenn man den Hintern hochkriegt und auf die Messen geht, was momentan alles nicht möglich ist. Und deswegen sind diese Audio-Sessions, die wir machen, so wichtig, dass ihr da andere treffen könnt und von denen lernen könnt und Fragen stellen könnt und möglicherweise Feedback auf euer Artwork kriegen könnt. Deswegen diese Portfolio-Review-Sessions, das ist schon das Allerbeste. Das ist schön. Ich gehe mal ganz schnell durch meine restlichen Illus hier durch. Das ist noch ein G.I. Joe-Cover. Das ist tatsächlich 2019 oder sogar 2019 ist das, glaube ich, rausgekommen. Das war eine Commission, die ich gemacht habe für einen Kunden. Die habe ich dann koloriert und denen angeboten. Und die haben gesagt, cool, nehmen wir. Als Variant-Cover fand ich super. Nochmal Orks. Ich mag gern hässliche Sachen. Ja, hübsche Prinzessin, nicht so mein Ding. Aber Orks und Soldaten immer cool. Mache ich gerne. Das war ein völlig verrücktes Projekt. Da habe ich letztes Jahr einen Werbecomic gemacht. Davon mache ich noch mehr. Das ist eine Firma, die heißt Haver und Böker. Die stellt Maschinen her, die Schüttgut in Bags, in Tüten verpacken. Völlig krass. Crazy. Und die sind auf mich zugekommen und haben gesagt, wir wollen Superhelden als Maskottchen. Ich so... Das ist absoluter Wahnsinn. Lass uns das machen. Ja, und daraus ist dann wirklich eine Heftserie geworden mit den beiden Helden. Die Firma heißt Haver und Böker. Also heißen die Helden natürlich Haverman und Bökerboy. Das Comic gibt es nicht zu kaufen. Aber wenn ihr auf die Website der Firma geht, vielleicht könnt ihr es dazu geschickt kriegen oder bei denen abholen. Ich halte das mal in die Kamera rein. Das ist ein wirkliches Heft. Wir haben das auf Deutsch und Englisch produziert. Das Schurkenpack wird eingesackt. Packing a punch and bagging the bad guys.
Ja, für die Packing und Bagging Industry. Die Industry Heroes finde ich auch super. Die Industry Heroes, ja, das sind die Haver Heroes und die Haver Helden und es ist einfach nur verrückt, sowas zu machen. Und weil wir völlig crazy sind, haben wir auch noch schnell einen Drink dazu gemacht, ja. Ne, einfach mal mit auf die Dose drauf gemacht, ne, und please drink responsibly, it does not grant you superpowers. Davon kriegt man keine Superfähigkeit. Mit Spaß dabei sein. Also ich mache die unterschiedlichsten Projekte, aber die coolsten Sachen, die ich halt mache, sind halt Storyboards. Das wäre noch eine besondere Sache hier zu sehen, gerade Saber Rider and the Star Sheriffs. Das ist die Zeichentrickserie aus den 80ern, wegen der ich angefangen habe zu zeichnen. Mir ging es nicht darum, ein toller Künstler zu werden. Mir ging es darum, selber die Abenteuer zu zeichnen, weil während ich sie zeichne, erlebe ich sie. Und das geht mir heute auch noch so. Und Saber Rider war das Geilste. Und das Coole daran war, dass Freunde von mir gesagt haben, weißt du was, wir holen die Originalsprecher wieder zusammen aus den 80ern und machen eine fünfteilige Hörspielserie dazu. Und ich durfte die Cover machen. Was bedeutet, ich durfte selber für die Serie illustrieren, wegen der ich angefangen habe zu zeichnen. Wahnsinn. Besser kann es nicht laufen im Leben. Bucketlist, check. Ja? der absolute Wahnsinn. Transformers habe ich ganz cool gemacht. Ein Comic mit Simon Furman, einem englischen Autor, der seit über 20 Jahren für Transformers schreibt. Und ja, das war ein Riesenspaß. Fans haben später Actionfiguren nachgebaut, nach der Figur. Ja. Also das Fandom ist unglaublich für diese großen IPs und wenn man ein Teil davon sein kann und was beitragen kann, ist es einfach nur fantastisch. Das ist ein Cover von Weißblech Comics, Horrorschocker, wo ich das Cover nur gemacht habe. Ich mache da auch sonst Gruselgeschichten, die machen Spaß. Das ist nicht schrecklich, das ist unterhaltsam. Also. Und das ist ganz toller Eskapismus. Das war Liga Deutscher Helden, ein Comic-Cover, was ich gemacht habe. Also auch mal was Helleres, nicht mit Monstern, sondern nur mit sexy Helden. Hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, da geht einiges. Rise Son of Rome war ein Computerspiel, für das ich gearbeitet habe und auch in-game Collectible Comics gemacht habe. Und das hier ist was ich neulich gemacht habe. Das sind so Fanframes. Ich gucke ab und zu einen Film, wenn ich Zeit habe. Und immer, wenn ich irgendwas gucke oder ein Computerspiel sehe, inspiriert mich das selber zu zeichnen. Es inspiriert mich also nicht mehr zu konsumieren, sondern zu produzieren. Das ist eine sehr glückliche Sache, die ich da habe. Also ich könnte nicht 10 Stunden ein Computerspiel spielen. In einer halben Stunde würde ich es hinlegen und sagen, oh, ich habe eine Idee für einen, oh mein Gott, das ist ja so cool, was ich da gesehen habe. Ich muss sowas Ähnliches zeichnen. Und das macht halt riesig Spaß. Wahnsinn. Also das sind ja super viele Eindrücke und ich sehe es auch hier in der Community. Marien sagt auch, Saber Rider war meine Lieblingsserie als Kind und Tomate sagt, Saber Rider beste, Colt war der beste. Ja. Frank sagt auch, nicht aufhören zu reden, alles sehr interessant. Sehe schon, wir müssen ja nochmal eine Special Edition machen mit Storytime bei Klaus Schewinski. sehr gerne, jederzeit wieder. Ich bin zu Hause. Ich reise nicht durch die Gegend. I stay at home. Genau. Und Gregor muss leider schon gehen. Wird sich aber auf jeden Fall die Aufzeichnung ansehen. Schön, dass du dabei warst, Gregor. Und genau, auch für euch gilt, wenn ihr mal irgendwie zwischendrin weg müsst oder irgendwas verpasst habt, habt ihr natürlich immer die Möglichkeit, euch alle Streams im Nachgang anzusehen. Wenn ihr auf behance.net/live/de seid, könnt ihr einfach hier runterscrollen im Stream und habt ihr die ganzen Sachen unterteilt. Der Rufus hat es nämlich netterweise alles händisch in verschiedene Kategorien eingeteilt. Oder wenn ihr auf YouTube seid, könnt ihr euch natürlich auch die Videos einfach auf dem YouTube-Channel ansehen, indem ihr einfach durch die Videos scrollt und dann findet ihr die natürlich auch. Ne? Aber wahnsinnig schön, ja. Lieber Klaus. Klaus, also ich wollte dich fragen, du hast gesagt, ich reise nicht im Moment. Ja, wir alle reisen nicht, aber hast du gemerkt, wie blau die Himmel sind, ohne weiße Linien, nix? Das ist unglaublich zu sehen. Also hier in Italien, da fliegt nichts mehr rum und da ist unglaublich, einen ganz blauen Himmel zu sehen. Ja, das fand ich schon krass. Die Kondensstreifen sind weniger geworden. Das ist mir neulich aufgefallen. Ja. Rufus, sehr guter Punkt. Oh mein Gott, ja. Toni fragt auch, wie planst du diese Covers? Oh, sorry. Wir lassen auch nochmal das. Nein, ja. Fragen stellen ist das Allerbeste. Wie plane ich Covers? Das ist sozusagen die Frage, wie plane ich alles? Wie plane ich ein Bild? Wie plane ich eine Komposition? Und darüber kann ich ja kurz ein bisschen reden. Ich habe gerade letztens halt, wie Rufus erwähnt hat,
oder wie Can erwähnt hat, einen kleinen Fanframe gemacht. Ich habe letztens nachgeholt und The Rock geguckt, Jumanji, Welcome to the Jungle, den ersten aus dieser Serie, nicht den alten Jumanji-Film. Und ja, immer wenn, wie gesagt, wenn ich was gucke, mache ich einen Fanframe und packe den dann auch online auf Social Media, auf meinem Twitter-Account oder auf meinem Facebook-Account oder auf LinkedIn sogar. Ihr könnt mich sehr gerne adden. Addet mich einfach, Klaus Schawinski, ihr findet meinen Namen super einfach. Das Coole ist bei Fresco, die haben nicht nur einen super nicen, smoothen Bleistift-Pencil, den ich sofort ins Herz geschlossen habe, sondern man kann auch die Videos exportieren. Und das mache ich jetzt gerade mal hier. Ich weiß nicht, ob man das ganz gut sehen kann. Es läuft jetzt ab. Ich baue die Figuren also ganz einfach blockig auf und fange dann an zu rendern mit dem sozusagen, was am Anfang als Wichtigstes ist. Die wichtigen Sachen zuerst, danach erst den Background. Und wenn ich erstmal diese Vorskizze habe, droppe ich die back und zeichne auf einer Ebene drüber. Und die andere Ebene dient nur noch als Führung sozusagen. Die wird auf 10%, 20% Transparenz geschickt. Und dann werden nur noch die schönen Linien gezeichnet. Früher hat man das mit einem Leuchttisch gemacht, Stück Blatt Papier drauf, hässlich gezeichnet, schönes Blatt Papier rüber, nur die guten Linien durchzeichnen. Und alle sagen später, oh, deine Linien sind so sauber, toll. Ja, ja, wie kommt das? Da sagst du, ja klar. Was? Wow. Natürlich, das ist einfach Kontrolle. Gar kein Problem. So, in dem Video sieht man, ich habe eigentlich nicht gecopy-pastet, alles ist sofort gezeichnet dahin, wo es soll. Ich habe verschiedene Ebenen natürlich benutzt, um im Notfall nochmal einzelne Elemente leicht verrücken zu können, weil das halt sehr, sehr wichtig ist für die Komposition. Und ja, ich nehme mal meine Maus aus dem Weg hier, sorry. Wir sehen jetzt die Figuren im Hintergrund, die ist ein bisschen groß, die muss ich also verkleinern, damit die Hand, die warnende Hand dort nicht den Blätterwald berührt, um uns drumherum. Und ja, mache ihn noch einen Tuck kleiner, weil sie einfach nicht so wichtig sind. Und das ist der erste Tipp, den ich sozusagen heute habe. Wisst, was wichtig ist in eurem Bild. Eure Story sollte sich um ein Hero-Asset drehen, um eine Sache, die besonders wichtig ist, wenn ihr ein Frame zeichnet, wenn ihr eine Illustration macht. Und versucht nicht, 1000 Dinge auf einmal zu machen. Ihr versucht ja auch nicht, zwei Witze gleichzeitig zu erzählen. Das ist so ein Vergleich, den ich gerne mal mache. Wenn ihr das versucht, dann wird es nicht klappen. Keins davon wird klappen. Also versucht, nehmt euch nicht zu viel vor. Der Can macht das sehr, sehr oft. Zwei Witze gleichzeitig. Man hat das ja schon mal geschafft. Meinst du mich als Witz und dann noch einen Witz erzählen, oder was? Okay, verstehe, Rufus. Danke. Okay. Ja, Thoran fragt, vielleicht auch ganz passend dazu, du hast jetzt schon ein bisschen angespielt, wie das mit dem Prozess läuft, und er wollte noch mal ein bisschen mehr wissen. Kriegst du dann ein Skript und visualisierst das, also wenn du einen Auftrag hast zum Beispiel, oder gibt es da schon Anweisungen zum Szenenbild, oder entwickelst du das nach eigenem Ermessen? Es gibt auf jeden Fall ein Skript, weil der Kunde muss ja eine Idee haben davon, was er haben will. Ich kann natürlich auch das Skript entwickeln. Bei dem Comic, was ich vorhin in die Kamera gehalten habe, war es halt so, dass ich mir selber die Charaktere ausgedacht habe und auch das Story-Konzept ausgedacht habe und dann einen richtigen Autor angeheuert habe, damit der das in eine richtige runde Story macht. Denn eine Sache, die ich immer ganz gut konnte, ist wissen, was ich kann. Und die zweite Sache war wissen, was ich nicht kann. Und wenn man das weiß, dann ist das eine gute Sache. Dann kann man sich nämlich Leute holen, die sowas wirklich drauf haben und mit denen kollaborieren. Und das, wie ich schon erwähnt habe, das Kollaborieren, das Teamworking, das ist eigentlich mein Ding. Das ist das, wofür ich wirklich brenne. Hier war es jetzt so, der Film Jumanji hat mir dieser verrückte Film hat mir zufällig halt die Idee gegeben für eine Szene mit einem Dschungelabenteurer. Und ich habe versucht, wirklich nur einen Standard zu illustrieren. Das war hier natürlich relativ simpel, weil ich keine großen Vorgaben hatte in dem Sinne. Und normalerweise gibt es halt ein Skript und das Skript ist manchmal sehr, sehr kurz. Ich hatte letztens eine Szene, die ich illustriert habe für ein Computergame, 4 Zeilen. Das Skript war 4 Zeilen. Das ist eine Szene, die geht eine Minute, würde ich sagen. Ja, vielleicht auch okay. Nur 50 Sekunden. Und es waren 4 Zeilen. Und dann muss man sozusagen als Storyboarder illustrierst du das, was zwischen den Zeilen steht. Und das besprichst du mit dem Regisseur und sagst, okay, die Figur, was fühlt und was denkt die in dem Moment? Was möchte die in dem Moment? Was ist ihr Ziel? Und was ist das Hindernis, was
im Weg steht zwischen dem Ziel. Und das ist eine Sache, die Ed Hooks, der Acting for Animators, geschrieben hat. Ist ein Acting Coach. Was der bei mir etabliert hat, da auch dieses, in jeder Szene, egal wie kurz, egal wie wichtig, in einem Roman, in einer Zeichnung oder in einem Film, muss es so sein, dass die Figur ein Ziel hat und eine Hürde, die sie überwinden muss, um zu dem Ziel zu kommen. Wenn das nicht der Fall ist, ist die Szene nicht interessant, sie muss rausgeschnitten werden. Das ist eine ganz, ganz harte Realität und das hat mit Storytelling zu tun, aber ich will da nicht zu viel reingehen, wir wollen ja auch ein bisschen zeichnen. Ich habe das also, diese Szene habe ich aus Adobe Fresco importiert in Photoshop, no problem, die Ebenen sind alle da, das ist super nice. Ich kann also immer noch theoretisch Elemente hin und her setzen und können ja einen kleinen Moment über die Komposition sprechen hiervon und dazu, ich mache nichts lieber als über Komposition reden, haue ich einfach mal eine kleine Ebene drüber und die Schwierigkeit ist hier sozusagen, für mich, dass ich über mein eigenes Artwork rede. Ich rede eigentlich viel lieber über andere Leute Artwork und ich habe auch ein paar Student Works zugeschickt gekriegt und ich komme vielleicht gleich noch dazu, wenigstens eine Minute über ein oder zwei davon zu reden. Gerne. Aber, ganz kurz die Frage zwischendurch. Warum hast du deinen Background in Grau und nicht in Weiß? Gibt es da einen Grund für? Da gibt es absolut einen Grund für. Wenn der Background in weiß ist, ist es erstmal glaring. Man guckt die ganze Zeit in so einen super hellen Screen rein. Das ist nicht so schön für die Augen. Also Nachtmodus quasi. Nach einer Zeit, so ein bisschen Nachtmodus, ja. Aber auf der anderen Seite zum Beispiel, wenn ich jetzt sagen will, ich will ein Highlight, die Glatze von dem Typen soll richtig schön glänzen. Was mache ich denn? Ne? Dann muss ich mir eine neue Ebene aufmachen. Dann nehme ich mir den schwarzen Stift, ne? Und dann muss ich hier irgendwie grau reinmalen. Dann muss ich anfangen, den grau zu malen. Dann muss ich ein bisschen wegradieren da vorne. Dann glänzt die Glatze. Na, das ist irgendwie nicht, das dauert jetzt ewig, ja, und es ist irgendwie nicht, das bringt mich irgendwie nicht sehr weit, ja. Also nehme ich die Ebene weg, ich mache das wieder auf Grau an, so, und jetzt sage ich, okay, weißt du was, ich male da jetzt mit Weiß rein, ne, und sobald ich Weiß nehme, bang, habe ich die Glatze am Glänzen, ja. Wenn ich ein Storyboard-Frame mache, kann ich so super schnell Aufmerksamkeit auf irgendwelche Elemente ziehen, die ich da drinnen haben will. Und sagt, okay, ein bisschen Backlighting, ein bisschen Rimlighting hier. Kann man die Glatze glänzend machen, ist auch schön. Ja, kann man die Glatze glänzend machen, vielleicht ein Glint in the Eye ein bisschen machen. Oder die Zähne, ist natürlich ein Superheld, der hat super weiße Zähne, na klar. Ja. Und schon haben wir einen Effekt in dem Bild drin, der poppt raus. Das kommuniziert sofort, worum es hierbei geht. Und ich habe jetzt die Figur sozusagen noch weiter nach vorne rausgeholt, indem ich ihr mehr Highlights gegeben habe. Und deswegen habe ich mir selber, auch Hintergrund, damit geht das super schnell. Dieselbe Technik benutzte man auch für das normale Zeichnen. Ich meine, ich hab sehr oft graues Kanzlernpapier gekauft und dann eben mit Weiß drauf, um Highlights und dann dunkle Farben. Technik. Also als neutraler Punkt quasi, um zu sagen, okay, Grau ist das Zwischending zwischen Schwarz und Weiß und dann hast du beide Möglichkeiten. Okay, verstehe. Genau. Ja, again what learned. Die ganze Welt besteht zu großen Prozentteilen aus Midtones, aus mitteltiefen Tönen, ja. Nicht aus Schwärze, ganz bestimmt nicht, und nicht aus weißen Highlights. Also das meiste ist Medium Range, die mittlere Achse, der Mittelteil dieser Skala von Schwarz nach Weiß. Und wir sollten uns da auch bewegen. Wir sollten im Endeffekt, also ein gutes Painting, ein richtiges Gemälde, hat wahrscheinlich nur einen schwarzen Punkt, das ist in der Pupille von dem Auge, weil da kein Licht mehr reflektiert wird. Und vielleicht einen weißen Highlight-Punkt, aber wer richtig gut ist, braucht gar keinen weißen Highlight-Punkt. Der macht nur sehr, sehr helles Grau. Weil in Bildern ist alles relativ. Es hat alles nur relativ damit zu tun, wie stark zum Beispiel dieses Weiß jetzt hier rauspoppt, hat damit zu tun, wie dunkel der Hintergrund ist. Ne? Wenn der Hintergrund dunkler ist, poppt das Weiß unglaublich stark raus. Wenn der Hintergrund leichter wird, oh, ist es fast gar nicht mehr da. Das ist alles nur relativ. Auf Englisch würde man sagen, changing battlefield. Es ändert sich also die ganze Zeit mit dem Kontext. Ich habe ein grafisches System und in dem bewege ich mich. Und wenn ich da neue Elemente einfüge oder irgendwas an dem Gesamtsetting ändere, ändert sich halt die gesamte Wahrnehmung des Bildes. Und ja, das sind wichtige Punkte. Was ich jetzt hier machen kann, ich kann zum Beispiel reingehen in die Ebene. Und wenn ich alles gut durchgezeichnet habe, zum Beispiel, kann ich relativ fix eine Auswahl machen. Wir sehen jetzt, der hat das sofort genommen. Wir sind ja nur auf dieser Ebene hier, auf der obersten Ebene.
kann ich jetzt mal Hero nennen, ja. Und dann würde ich mir den auswählen zum Beispiel. Ich kann hier noch ein paar Negativauswahlen machen, weil ich sage, ach, da guckt vielleicht noch irgendwas, da guckt vielleicht noch irgendwas durch. Hier kann man auch vielleicht noch durchgucken. Das habe ich so ein bisschen nett gemacht. Das ist ganz okay. Dann wird es ein bisschen kreativ. Da sehen wir also den Hintergrund. Aber im Endeffekt, diese Lianen im Vordergrund, rechts und links, die den Rahmen bilden für diese Illustration, habe ich natürlich taktisch schlau gemacht, sind alle auf einer Ebene. Das ist am meisten vorne und da es ganz nah ans dran ist, entscheide ich mich jetzt, okay, Value Grouping und um Tiefe zu erzeugen, mache ich das am dunkelsten. Ich kann es auch umgekehrt machen, es ist eine Nachtszene, wird das, was im Vordergrund ist, einfach das Allerhellste. Aber ich gehe jetzt hier rein, mache eine neue Ebene und jetzt gehe ich mal kurz in Photoshop hier unten in der Ecke, ich weiß nicht, ob man das gerade sehen kann, kann ich mit dem Rechtsklick draufklicken und kann sagen, die Ebene mache ich jetzt zum Beispiel violett, die beiden, da weiß ich, das hier ist die Ebene 3, ist die Hintergrundebene dafür. Jetzt habe ich den Hintergrund ausgewählt, nicht ihn, ich will aber ihn dunkel machen, damit fange ich an. Also gehe ich Shift-Steuerung-I, Select Inverse und habe jetzt den Rest ausgewählt und kann da jetzt ganz super easy, Berlin in Convenience, kann ich da einfach einen Ton reindroppen, bam. Und mit STRG-H kann ich das verdecken und wir haben sofort mehr Tiefenwahrnehmung. Das Bild ist sofort anders geworden und es funktioniert sofort besser, das Bild meiner Meinung nach. Ne? Und das kann ich jetzt für alle Figuren sozusagen machen im Hintergrund. Da muss ich nur gucken, ob es bei den anderen Figuren auch so schön ist, dass ich die so freigestellt habe und da sieht man, oh nee, da habe ich mir gar keine Mühe gegeben, die Figur ist überhaupt nicht durchgezeichnet. Ne? Kleiner Tipp für die Profis hier. Ich habe ein Gamepad neben mir. Und auf dem Gamepad sind Hotkeys und Schnellverbindungen installiert. Das heißt, ich kann einfach mit einem Klick von meinem Finger größer und kleiner machen und ich kann den Brush größer machen und kleiner machen. Das geht alles super fix. Ich muss dazu nirgendwo hingucken. Ich muss nicht irgendwie ins Menü gehen, um irgendwas machen. Das läuft alles auf Hotkeys. So ein Gamepad kostet 100 Euro und wird euch über die Jahre absolute Stunden sparen. Es geht alles super fix. Was für ein Gamepad meinst du? Meinst du so ein Streaming-Deck oder so ein generelles Hotfix? Also es gibt ja von Elgato zum Beispiel diese Stream-Decks. Kann ich oder? Nicht sagen. Ich hab ein G13 von Logitech. Okay, das ist ja auch so eine Art, ja genau, das ist ein Gamer-Deck, ja, das für Makros und Code, genau. Es gibt ja ganz viele verschiedene, ne? Also deswegen immer ganz gut. Lustigerweise haben es jetzt schon mehrere Leute bei uns in den Streams jetzt erwähnt, dass sie das nutzen. Das ist sehr interessant, dass man das eben auch, wie gesagt, unabhängig davon, in welchem Bereich ihr arbeitet, es ist immer nützlich, weil ihr einfach frei belegbare Tasten habt und da die Möglichkeit habt, alles reinzutun, was ihr wollt. Ne? Also ob ihr jetzt Livestreamer seid und dann irgendwie dann Begrüßungsnachrichten reinhaut, müssen wir uns auch mal überlegen, Rufus. Ne? Mhm. Dann irgendwie, dass wir uns da so diese Button, ich habe schon angekündigt, wenn es das gibt für uns, dann werde ich da auf jeden Fall super coole Soundeffekte die ganze Zeit schreiben. Auch im Videobereich gibt es ganz viele Pads und auch für Lightroom haben auch viele Fotografen eben auch so ein Pad, um schnell die Sättigkeit, Loop Deck und solche Sachen, ja. Mhm. Ja, kurze Frage zwischendurch noch, der Fritz hatte gefragt, ob du auch für den Film Loving Vincent gearbeitet hast. Nein, habe ich nicht. Ich würde gerne mehr für Film machen, weil es einfach super interessant ist für mich. Ich habe gerade, wenn wir über Film sprechen, ich habe gerade gesehen, eine Zeichnung von mir und zwei meiner Hände sind im Bild in Babylon Berlin Staffel 3, Folge 2. Einfach mal reinschneiden, reingucken, wenn ihr den Access dazu habt. Ist halt nicht im deutschen Fernsehen noch nicht gelaufen, aber online gibt's das Ganze schon. Und da gibt's eine Szene mit einem Phantomzeichner, der wirklich ein Phantom auch zeichnet, was gesucht wird. Und das war einer der verrücktesten Jobs, die ich über Facebook gekriegt habe, weil ein Kollege von mir geteilt hat, so, ey, er braucht einen Zeichner in Berlin morgen früh, let's go. Ne? Und dann habe ich da den Kontakt hergestellt über Facebook, ein Telefonat später, kleine Skizze gemacht mit Bleistift, weil es ging auch darum, dass man mit echtem Bleistift zeichnet, weil in den 20er Jahren, wo Babylon Berlin spielt, gab es noch kein digitales Tablet und noch kein Adobe Photoshop. Und die brauchten also jemanden, der es wirklich mit einem Bleistift kann. Das habe ich dann gemacht. Dann bin ich am nächsten Morgen nach Berlin gefahren und habe das gemacht on-site und war auf dem Set und habe zugeguckt, wie die Szene schießen. Und am Ende durfte ich von dem
von dem Schauspieler, der den Phantomzeichner, Hey Gilberto, gespielt hat, durfte ich in seine Klamotten reinschlüpfen und wir haben nochmal eine Nahaufnahme von meiner Hand gemacht, wie das halt live gezeichnet wird. Das war absolut faszinierend und davon würde ich sehr gerne mehr machen. Inzwischen habe ich schon das Schnellauswahl-Tool mir genommen. Das ist hier oben versteckt unter meinem normalen Magic Wand und habe jetzt einfach nur sie ausgewählt sozusagen, die Frau im Hintergrund, und mache jetzt genau dasselbe und droppe hier nochmal eine Figur rein. Jetzt wird es natürlich schon schwierig. Ich habe denselben Grauton genommen und wir sehen schon, es wird schwieriger, die ganze Sache zu identifizieren, je mehr da los ist. Ne? Das Bild sollte halt in klein auch noch funktionieren. Die besten Paintings, Cover, Storyboards funktionieren, wenn sie einfach sind. Alle Star Wars Designs sind auf einer Post-it-Note gemacht worden am Anfang irgendwann. Ja? Ein Sternzerstörer ist halt ein Dreieck und ein X-Wing ist so ein langes... ist so ein X mit so einem langer Nase dran. Das muss super schnell lesbar sein. Und hier muss ich jetzt aufpassen, dass ich halt die Tiefe mir bewahre. Ich mache das Ganze jetzt nochmal für die beiden Jungs hier hinten und öffne da auch nochmal kurz eine Ebene und dann schauen wir, was da abgeht. Auch da gehe ich in die Pixel-Ebene rein von den Jungs, nehme mir das Magic Wand Lasso und ja, rein zufällig kann der mal alles perfekt auswählen. Ja, da ist ein bisschen zu viel reingegangen. Den drücke ich also Alt. Damit kann ich das ganz schnell wieder abziehen. Gar kein Problem. Hier kommt noch eine Hand dazu. Ich kann das auch relativ grob machen, weil das hier ist ja im Endeffekt ein Storyboard-Frame. Das soll jetzt nicht die absolute Perfektion darstellen, die andere Illustratoren, richtige Illustratoren sozusagen, sonst liefern müssen. Ne? Ich kann auch schnell auch mit dem Lasso reingehen und irgendwas abziehen. Hier sind irgendwelche Sachen, die sind zufällig mit drin. Und wenn ich Alt drücke, erscheint ein kleines Minus und schon geht's los. Und mit dem Plus kann ich Sachen hinzufügen. Und schon gehe ich wieder eine Ebene drunter und ballere einen Grauton hinter und habe die Leute rausgestellt. Das Problem ist jetzt mit der Value, mit der Tonwertverteilung hier, ist, dass das alle drei Elemente im Endeffekt auf derselben Ebene sind. Das ist zu wenig Tiefe. Wir unterscheiden jetzt plötzlich nur noch zwischen vier Personen im Vordergrund und einem Hintergrund. Wir haben plötzlich nur noch zwei Tiefenebenen und das ist zu wenig für mich. Ich will da gerne ein bisschen mehr sehen und da fange ich jetzt an und kann ein bisschen mehr Lighting reinbringen. Das hier ist die Pixel-Ebene für den Hintergrund. Mache ich kurz mal back. Nenne ich die mal ganz kurz. Schnell umbenannt. Und jetzt wird es langsam interessant. Ich muss Entscheidungen treffen, was am dunkelsten ist, was am hellsten ist. Und ich muss eine Entscheidung treffen, wo das Licht herkommt, um diesen Keyframe sozusagen, diese Schlüsselillustration, weil ein Storyboard braucht vielleicht 10, 15 Minuten eine Skizze. Und ein Keyframe, da kann ich mal mehr machen. Es gibt auch Keyframes, die sind komplett gepainted mit ganz viel 3D von Concept Artists. Da gibt es Dennis Chan zum Beispiel, ganz fantastischer Typ, ehemaliger Kollege von Crytek. Gibt es ganz fantastische Leute, die tolles Zeug machen, aber ich bin nicht so gut, beziehungsweise ich kann mir die Zeit nicht nehmen. Für mich ist es wichtig, den nächsten Schritt der Geschichte zu illustrieren, als jetzt in die Tiefe zu gehen und wirklich jede Pore des Gesichts zu illustrieren, wie andere Top-Leute das machen. Jeder hat halt andere Vorlieben und andere Qualitäten auch. Und das rauszufinden, ist immer so eine Reise, die jeder von uns Zeichnern irgendwie machen muss. Ich sehe zum Beispiel, dass ich den Kollegen hier ein bisschen dunkler haben möchte. Also gehe ich in mit Steuerung M, schneller Hotkey, gehe ich in die Graduationskurven und ziehe das Ganze noch ein bisschen dunkler, damit es interessant wird. Aber wir wollen ihn nicht zu dunkel haben. Was wir haben wollen eigentlich, ist, sein Gesicht ist super wichtig. Das wird bedeuten, ich werde jetzt erstmal die Ebene fixieren, damit ich da nicht rüberzeichne und werde mir dann hier ein Grau rauspicken. Und das Grau reicht schon. Ich muss nicht mit Weiß reingehen. Die Glatze wird sofort leuchten, wenn ich da einen grauen Punkt hinsetze. Das ist sofort, sofort gegeben. Bling! Und ich benutze auch sofort die Augen sind ein bisschen heller als das. Der Mund ist auch ein kleines bisschen heller. Und ich benutze sofort das Grau aus dem Hintergrund. Ich benutze nicht Weiß. Wenn ich da mit Weiß reingehe, dann ist das zu heftig. Ne? Dann sieht das aus wie Metall. Das sticht raus wie eine tote Nonne im Schnee. Ja, das geht nicht. Oder auch Schwerverletzte, die wieder gesund wird. Ja, das ist einfach zu krass. Und deswegen nehme ich das Grau aus dem Hintergrund und gehe damit rein und gehe super von grob nach fein vor. Wir haben keine Zeit. Wir wollen möglichst schnell zu Ergebnissen kommen. Und ich baller einfach ein paar Highlights rein, grobe Highlights, die das Ganze ein bisschen besser lesbar machen.
Und es kann auch reflektiertes Licht sein von anderswo. Das ist nicht ganz so wichtig. Jetzt sehe ich zum Beispiel, das ist mir ein bisschen zu kratzig. Ne? Dann nehme ich mir also einen anderen Brush, meinen All Pastel Brush. Den finde ich ein bisschen schöner, der ist ein kleines bisschen weicher. Und geh halt damit rein. Als Storyboard-Artist lernt man sehr schnell grob zu arbeiten. Man sieht ja zum Beispiel, hier sticht was raus, der hat also gerade von einem Indio oder sowas, hat er gerade einen Pfeil abgekriegt, den muss ich kurz mal wegradieren. Weil wir wollen, dass die Silhouetten einen guten Read haben. Wir wollen, dass die Silhouetten sehr, sehr schnell erkennbar sind. Und deswegen ist es super essentiell momentan. Na, bitte. Bin in der Ebene drin. Das ist jetzt der typische Effekt. Was passiert hier gerade? Ich bin zu dunkel. Ich habe nicht die Helligkeit ausgewählt. So. Wir wollen dem Ganzen einfach ein bisschen mehr Volumen geben, ein bisschen Volumen auf die Brust, ein bisschen mehr Bounce-Light ins Gesicht, wo das Licht wieder hochgeht. Das hier wollen wir schon mal ein bisschen rausholen. Das Auge kriegt wahrscheinlich noch ein ganz kleines bisschen Licht ab. Deswegen wird das hier im Highlight sein. Und ich werde nicht dieselben Tonwerte verwenden für das zweite Auge. Die Nase kriegt auch einen ganz kleinen Glanzpunkt ab und jetzt kommt der Glanzpunkt auf die Glatze. Und wir sehen schon, der Junge, der gute Dwayne The Rock Johnson oder wer auch immer, wen ich hier zeichne, das ist ja nur inspiriert, ne? Weil inspiriert kann man nicht verklagen. Es ist keine Copyright-Violation. Genau, muss man immer dazu sagen, ne? Muss man dazu sagen. Einfach nur inspiriert aus dem Film. Ich habe nicht für den Film gearbeitet. Es ist witzig, dass man später als Profi muss man solche Sachen immer sagen. Es gibt immer Leute, die sagen, boah, du hast daran gearbeitet. Und so, nein, habe ich nicht. Das war nicht. Ja. Man will sich ja nicht mit fremden Federn schmücken. Vor allen Dingen, wenn man Leute kennt, die in dem Business arbeiten und daran gearbeitet haben und sagen, warte mal, Klaus, das stimmt aber gar nicht. Was soll das denn sein? Ja? Hier haue ich ein scharfes Highlight drauf, damit auch die Klinge richtig cool rauskommt und hier vielleicht noch ein paar Ecken. Und dann ist es auch schon gut. Und wir sehen jetzt schon, wir haben schon eine bessere Idee davon, was hier passiert. Ich kann noch einen Verlauf reinbringen. Das ist vielleicht eine ganz gute Idee in die Ebene. Hallo, Verlauf bitte. Hallo, Verlauf. Helmut sagt auch ganz richtig, man muss wohl ein guter Kenner und Beobachter von Licht sein. Ja, das hilft generell. Ich meine, ich bin mit Strichen groß geworden. Ja, Comics bestehen aus Linien. Das war für mich immer so das Ding. Aber es gibt andere Leute, die gehen halt voll ran und sagen, ich denke nur in Helligkeiten und Dunkelheiten und sowas in der Art. Ne? Und das ist halt, da sind die Leute sehr unterschiedlich. Man muss rausfinden, was für eine Art Künstler man ist und dann gucken, ob man darin gut ist und ob man das weiter machen möchte und einfach da weiter gucken. Gabi fragt, ob du einen YouTube-Kanal hast. Ich habe keinen YouTube-Kanal. Soll ich einen YouTube-Kanal haben? Ich rede sehr viel. Ja, wär doch mal was, das nebenbei einfach mit aufzunehmen, was du da machst und das mit zu erklären. Ich glaube, da gibt es einige, die sich dafür interessieren. Ja. Du kannst ihn ja dann Inspired By nennen, damit von Anfang an klar ist, dass er alles inspiriert ist. Ja, das ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Wenn du groß und reich wirst, dann melde ich mich dann nochmal bei dir. Ne? 10% wie immer, Caymans. Für den Tipp machen wir so, ja. Das, genau. Ja, so wie damals bei der Dame, die das Squoosh-Logo für Nike entworfen hat, ne? Wurde dann auch im Nachgang nochmal so ein bisschen, hey, die $30, die reichen mir nicht, gib mir mal ein bisschen mehr. Ja, das ist halt dann ganz nett, wenn man da mal ein bisschen was nachkriegt. Das ist nur fair eigentlich, ne? Easy, ja. Ist gut. Ja, aber wäre vielleicht eine Idee für dich, um zu sagen, hey, nebenbei kann ich das ja auch nochmal für YouTube aufnehmen und ja, ich weiß nicht, da bin ich irgendwie noch nicht mutig genug, beziehungsweise das gehört nicht zu meinem Geschäftskonzept. Also ich gebe Workshops super gerne und in person mache ich halt mega gerne mit den Leuten reden, gerade wenn ich von denen dann halt die Portfolios kriege, um mir das anzugucken, um ihnen das Feedback zu geben, was sie persönlich brauchen, weil nur weil ich jetzt irgendwas hier interessant finde oder irgendwas erwähne, heißt das nicht, dass es wirklich irgendwem anders hilft. Ne? Das ist immer so ein bisschen ins Blaue reinreden und für mich macht es halt mehr Spaß, wenn ich wirklich weiß, ja, das hilft jetzt den Leuten und das ist wirklich eine Sache, die gut ist für die. Und jetzt gucke ich mir mal den Himmel hier hinten an und das Licht, wo es generell herkommt. Jetzt gehe ich mal mit der Axt dran, weil wir müssen langsam zum Ende kommen. Hiermit. Und
Wir haben also verschiedene Ebenen, auf denen die sich befinden, und das meine ich auch wortwörtlich, die haben ja unterschiedliche Abstände. Und ich kann jetzt zwischen diese Ebene noch eine machen und mache hier eine Vertiefungsebene rein, oder eine sogenannte Haze Layer. Die kann ich in grau machen, ich kann sie aber auch ein bisschen heller machen, wenn ich das jetzt möchte, und ziehe mit einem radialen Verlauf von hier oben rechts, ziehe ich einfach mal eine Haze Layer hier rein und schon kriegen also wir einen nebligen, eine neblige Ebene. Ganz genau, eine Nebelebene, Dankeschön, genau, das würde ich halt da reinballern. Und um die Leute mehr auszublenden, ich kann jetzt auch in den hinter den Background gehen tatsächlich, mir da eine Ebene aufmachen und sagen, weißt du was, ich will den Himmel wirklich echt, echt sehr hell haben und will da ein paar Wolken reinballern. Ne, Dschungel ist ja schön, ist ja alles schön feucht, ne? Und deswegen können da auch ein paar Wolken rumfliegen und oder Wolkenbänke, wie auch immer, das ist relativ egal. Das Wichtige hieran ist sozusagen, dass in dem Moment, wo ich das mache, poppt mein Vordergrund-Charakter also wieder mehr raus. Ne? Also wenn ich das wegnehme, das war sozusagen ein Trick, den ich gleich am Anfang gewusst habe und gemacht habe und richtig gemacht habe, ist, ich habe das, was vorne ist, im Vordergrund und was das Wichtigste ist, habe ich nebeneinander gestellt mit dem, was am unwichtigsten ist und was am kontrastreichsten ist. Also ich habe an Skalenenden Kontrast gemacht, schwarz neben weiß, dunkel grau neben helles weiß und deswegen poppt dieser Charakter raus. Ne? Wenn ich das falsch machen würde und jetzt irgendwo ein wirkliches Weiß irgendwo strahlen, woanders hintersetzen würde, ne? Denn wäre das sofort ein Kampf und die beiden Faktoren würden gegeneinander kämpfen. Und im Endeffekt kämpfen alle Elemente in deinem Bild um die Aufmerksamkeit. Und du musst genau wissen, wenn du zeichnest, wo packst du Details hin und wo packst du Leere hin? Wo lässt du einen Bereich, wo sich das Auge ausruhen kann? Und das ist halt wichtig, wenn es so einen Bereich gibt. Ne? Ich kann jetzt auch noch hier ein bisschen reinshaden. Kann ich das wirklich? Gordon sagt, wow, super Effekt mit dem Haze Layer. Und Roof, ich lerne gerade im Sekundentakt. Oh, das freut mich sehr, dass es das interessant ist für ein paar Leute. So, und jetzt kann man natürlich jetzt noch 1000 Stunden daran weiter rendern, ne, und noch mehr Details hinzufügen und Knöpfe glänzen lassen oder was auch immer. Aber wichtig ist halt, dass dieses Bild in klein funktioniert für das, was es ist. Ne. Selbst als Thumbnail in der Größe ist es okay. Ja. Kompositorisch habe ich so ein paar Tricks angewendet. Da können wir wann anders vielleicht, wenn wir wirklich mal darüber reden, auch noch mehr reingehen. Und es gibt so Sachen wie die Rule of Thirds. Da haben bestimmt einige Leute von gehört schon. Ich mache das kurz mal auf. Das ist halt, wenn man, kann man das gut sehen mit dem Orange? Ja. Mhm. Wenn man das Bild halt in Drittel sozusagen unterteilt, ungefähr so, dann, ich mache das mal ein bisschen abstrakter, dann sollten halt Bildelemente an diesen Stichpunkten sozusagen sein. Das ist die Rule of Thirds, die Regel von Dreiecken, von Dreien. Welche Bedeutung haben die? Die haben gar keine Bedeutung. Das ist völlig abstrakt. Das könnte auch 5 mm weiter hier sein. Das interessiert niemanden. Wichtig ist, dass keine besonderen Elemente hier außen hingesetzt werden. Wir wollen, immer wenn wir Storytelling machen, immer wenn wir ein Bild machen, wollen wir die Aufmerksamkeit in das Innere des Bildes ziehen und nicht irgendwo draußen entfleuchen lassen. Das hat sehr viel mit Kompositionslinien zu tun. Dafür haben wir heute keine Zeit, vielleicht ein andermal. Aber hier ist es halt so, dass sein Kopf, ne, ungefähr bei diesem Stichpunkt ist, seine Hand mit der Axt, mit der Machete ist auch ungefähr hier, ne, und das macht das Ganze schon interessant. Eine Sache, ich punche das halt immer gerne nochmal nach Hause, für die Leute, ist, wenn ich jetzt eine Mitte auswähle zwischen diesen, in diesem Bereich, also die Mitte zwischen diesen Dritteln hier außen, ja, das ist meine Life Area. Das ist generell da, wo, in diesem Bereich sollte alles abgehen, was passiert. Hier außen, da sollte nichts mehr sein, was irgendwie interessant sein könnte. Da sollen keine neuen Bildelemente reingeholt werden. Da würde ich jetzt nicht noch hier irgendwie ein Skelett in die Ecke malen, was hier langkommt oder sowas. Na, das müsste dann bitte hier sein. Da sollen keine Farbänderungen sein, keine plötzliche Schärfe, die auftritt. Mehr so ein Vignetting-Effekt ist besser. Konzentriert euch, alle Bildelemente in dieser Live-Area drinne zu halten. Und ja, spread the word, sagt wen anders Bescheid.
lasst uns das bitte da reinziehen und ja, lasst uns die Tiefe ausspielen, die Bilder möglicherweise haben können. Right. Dazu Fragen? Ach du, bestimmt haufenweise, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall nochmal ein Grund, dass wir den lieben Klaus nochmal hierher bringen, an einem anderen Zeitpunkt, wo du es uns nochmal ausführlicher erklären kannst, weil ich glaube, da gab es sehr, sehr viel Zuspruch und sehr, sehr viel zu lernen und ich denke, da kann man auf jeden Fall nochmal ins Detail gehen. Vielen lieben Dank, Klaus, das war ein wahrlich unglaublich schöner Ausritt in eine andere Richtung. Hat Spaß gemacht. Ich mache nichts lieber als sowas. Sehr schön. Cool. Ja, super, super toll. Also ich sehe jetzt auch hier im Chat, da gab es ganz viel Zuspruch. Thomas hat zum Beispiel gesagt, Mann, war das heute wieder ein super Stream. Hab von Klaus so viel gesehen und gelernt, wie lange nicht mehr. Vielen Dank und allen ein schönes Wochenende. Also da gibt es ganz viele positive Nachrichten. Aber das freut mich sehr, das freut mich sehr. Ich hoffe, alle hatten was davon und haben sich nicht zu sehr gelangweilt. Ich habe natürlich sehr viel geredet, deswegen war es schwer für euch, dazwischen zu kommen. Sorry deswegen. Ich werde immer schnell excited und aufgeregt, wenn ich über mein Lieblingsthema Komposition sprechen kann. Sehr schön, sehr schön. Eine Sache, die ich noch loswerden wollte, und zwar, die ist generell, wir sitzen ja alle zu Hause und wir können nicht sehr viel tun. Und wir sind, also viele von uns sind Zeichner, egal ob sie jetzt Profi sind oder nicht oder was es bedeutet, Profi zu sein. Aber ich zum Beispiel bin Storyboard Artist für eine große Computer Games Firma. Das ist super toll. Mein Geschäft ist sozusagen gar nicht eingebrochen, weil es einfach weiter produziert wird, weil die Spiele sind fürs nächste Jahr oder fürs übernächste. Und es gibt aber andere Leute, bei denen das viel schwieriger ist. Die gehen gerne zu Conventions, die sind richtige Künstler, die machen ihr eigenes Zeug, die verkaufen Drucke, die verkaufen Bücher oder Comics oder die treffen auf den Messen ihre neuen Verleger, gerade an Autoren muss ich in diesem Moment denken. Und für die ist das dramatischer Einbruch in diese Sache, ja. Und die sind oft Freelancer, die sind selbst bei sich selber angestellt und die kriegen nicht irgendwie Kurzarbeit oder sowas in der Art. Das ist da gar nicht möglich, beziehungsweise hoffentlich müssen sie nicht Arbeitslosengeld beantragen. Und ja. Wir könnten denen alle ein bisschen helfen, wenn wir zu Patreon gehen. Und ich bin auch bei Patreon, also ich habe keinen eigenen Channel dort, aber ich unterstütze da Leute. Und das ist ein kleiner Aufruf an alle, die zugeguckt haben. Wenn ihr das hier cool fandet heute, tut mir einen Gefallen. Registriert euch bei Patreon. Das kostet 5 Minuten. Man muss seine Kreditkarte angeben oder so. Und dann ist man da drinne. Und dann nehmt ihr irgendeinen Künstler, den ihr schon immer super fandet oder einen Autoren, den ihr gut findet und schmeißt dem einfach mal so $1 oder 1 Euro als Trinkgeld pro Monat rein. Macht das nur für ein Jahr. Ist völlig okay. Ihr kriegt euch 12 Euro oder ein 5er pro Monat, je nachdem, was ihr euch leisten könnt. Und wenn das jeder machen würde, dann würde diesen Artists, diesen Künstlern sehr geholfen werden. Bei mir ist es absolut nicht möglich, nicht nötig. Mir geht's gut. Aber es gibt viele andere. Und deswegen vielleicht auch von euch, wenn ihr es könnt, geht heute an Patreon, tut mir den Gefallen, unterstützt eure Lieblingskünstler, die da draußen sind, die ihr leider gerade nicht treffen könnt auf den Conventions. Das ist ja keine Spende. Ihr unterstützt die, ihr seid ein Mäzen. Ihr seid ein Patron. Und ihr kriegt was Schönes dafür. Ihr kriegt tolle Bilder dafür weiterhin. Und ich glaube, das ist das, was uns momentan alle am Laufen hält, andere Bilder zu sehen von anderen Zeichnern. Das motiviert mich halt auch. Von daher, macht da alle mit. Und nochmal danke an Adobe und an Charme und Rufus. Ihr seid super, dass ihr das hier am Leben hält, diese Community zur Verfügung stellt. Bitte macht so weiter. Wir alle brauchen das jetzt gerade besonders. Und yay us. Danke dir, Klaus. Und danke natürlich der Community hier im Chat. Und ja, ich freue mich schon auf Montag, Can. Ja. Jetzt erstmal ins wohlverdiente Wochenende. Vielen lieben Dank, Klaus, dass du da warst. Vielen Dank auch an euch, liebe Community. Ihr wisst ja, wie immer, jetzt geht's weiter bei uns auf dem Community-Chat auf discord.gg/adobelive.de, beziehungsweise der Tim kann da bestimmt nochmal den Link reinhauen. Genau, Patreon auf jeden Fall mal anschauen, haben wir auch schon öfter als Thema gehabt. Ihr wisst ja, wir haben einige Artists schon eingeladen, die rein auf Patreon ihr Geld verdienen in Anführungszeichen. Jamila Knopf zum Beispiel ist auch jemand, die sich dafür entschieden hat, keine Aufträge mehr anzunehmen, sondern sich darauf zu verlassen, dass ihre Unterstützer ihr Wohl wollen und deswegen macht sie auch einfach oder hat sie die Möglichkeit, einfach super tolle Sachen zu machen, weil sie eben dann nicht mehr in eine Schiene denken muss, sondern wirklich das machen kann, was ihre Community sehen möchte.
super schöne Ansprache nochmal, Klaus, vielen Dank. Also Patreon ist auf jeden Fall immer eine schöne Möglichkeit, um Wertschätzung zu zeigen an eure Lieblingskünstler und sie auch finanziell zu unterstützen, sodass sie eben das weitermachen können, was sie lieben und was ihr auch liebt. Also vielen lieben Dank, schönes Wochenende. Falls ihr jetzt noch weiterschauen wollt und nicht genug habt von Adobe Live, geht es um 1 Uhr weiter mit Rufus und den UK-Streams. Da könnt ihr nämlich auch einfach hier auf Behance bleiben und dann eben auf die englischen Streams wechseln. Und ansonsten sehen wir uns frisch und fröhlich um 11 Uhr am Montag wieder. Und dann geht es weiter mit dem Thema, ich glaube, Fotografie ist es. Lass mich kurz checken, ich will nicht lügen. Und in einer Stunde in UK geht es mit Illustrator Tips and Tricks weiter. Super. Vielen lieben Dank. Lieben Dank auch Klaus und an euch, liebe Community. Passt auf euch auf, bleibt gesund, schönes Wochenende. Bis morgen. Ciao. Bis dahin. Danke, Klaus.